Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm mit dem Tiger Farm. Hallo. Und wir sind. Hi. Wir sind natürlich wieder auf dem Marchfelder Land unterwegs. Und räumen mal kurz unsere Drescher ein bisschen auf. Mit der steigenden Green Fleet. Genau, und wir werden die gerade mal ein bisschen sauer machen und dann zum Lackierer bringen. Weil die sehen ja ein bisschen farblos aus, es ist ja hässlich. Sehr hässlich, in so einem Grau oder Weiß. Wobei ich das Weiß gar nicht mal so schlecht finde, ist halt ein bisschen unpraktisch für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ja. So, wir haben inzwischen, ich glaube, es sind 14 Mods. Ich guck mal gerade in Händler rein. 2, 4, 5, 6. Kann man hier auch mal zeigen. 7, 8, 9. Kann man ja auch mal zeigen, was da alles inkludiert ist. Baum. Pass auf. Mir war es ein bisschen zu viel. Es sind so ungefähr 17, 18 Fahrzeuge, die bearbeitbar sind, wobei nicht alle sind von mir, möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Die Fliegel, wie heißen die? PDW? DPW? DPW. Die Autoloads sind nicht von mir, da ist lediglich die Felgenfarbe hinzugefügt von mir. Die werde ich aber auch noch ein bisschen bearbeiten, dass man da das Fliegel wegmachen kann und die Hauptfarbe verändern. Und der Leguan-Schneidwerkswagen und das Standardschneidwerk vom Ideal, die sind auch noch nicht bearbeitet. Aber das kommt ja noch. Die werde ich noch machen, genau. Oh, ich habe die falsche Musik, verdammt. Verdammt. Gar nicht. Was das geht ja mal gar nicht. Nee, Copyright, verstehst du? Ja, und links in der Ordenfeld wird auch irgendwie nicht größer. Wächst irgendwie auch nicht. Ja, habe ich gerade auch gedacht. Was ist da los? Pflanzenwachstum normal. Also ich dachte, es wäre vor ein paar Folgen, dass wir schon größer hatten. Ja, das steht. Aber das habe ich mir wohl nur gedacht. Ja, vor allem haben wir geschlafen, gell? Ja. Und es ist nichts passiert. Nee, das ist wirklich... Hä? Warte mal. Das ist noch in Wachstum 1. Es müsste, wenn dann 2 sein. Nee, es müsste schon bei 3 sein. Ich mach mal auf Wachstum schnell. Dann ist es noch auf 1. Oder ist es noch auf 1 oder 2? Oh, leck. Jo, muss sein. Wo ist denn der Kercher eigentlich? Ah, stimmt. Der Kercher ist noch da, der Waschplatz ist aber weg. Der hat irgendwie alles da weggemacht. Ja, ich glaube, das hing so ein bisschen mit... Ja, ich hab den Kercher. Hängt, glaube ich, immer so ein bisschen mit, hier den Leuten zusammen, die dann auch sagen, die ist aber meine. So, auch den Quadrak haben wir in Deutschgrün. Der sieht richtig cool aus, finde ich. Und das Geilste ist hier vorne bei dem Case II oder bei dem IH, was es eigentlich heißen soll, ist das I eben auch grün. Das ist durch die Basic-Farbe so und es müsste, wenn man einen anderen Case macht, bestimmt bei den anderen Case auch so mal sein. So, ich bring mal gerade noch den Quadrak rüber. Oder beziehungsweise den konfiguriere ich gleich mal. So, jetzt darfst du auch so waschen. Ich dachte, du wäschst beide. Nö. Hast doch die Wette verloren. Ja, weißt du, wie lange das her ist? Nicht so lang. Für 10.000 Folgen. So, hier können wir eben auswählen, die Hauptfarbe, Standard. Farbpalette von LS19. Wir könnten ihn auch weiß machen. Weiß hat auch was, ganz ehrlich. Nein, wir müssen aber die Green Fleet machen. Genau, Green Fleet ist... Das hatten wir besprochen. Aber in weiß sieht auch cool aus.
Ja, Muss sieht einfach cool mal im aus, Shop machen. aber es ist nicht zielführend, weil wir die Green Fleet machen wollen. Genau. Also Deutz und Design können wir hier noch wählen. Mit oder ohne Decals. Decals. Pickles, nicht Dekals. Decals. Dann werden so ziemlich viele verändert. Nicht alle. Haben wir eigentlich die größte Motorvariante? Genau. Und ich habe auch darauf geachtet, dass wirklich jede Dekalwahl 50 Euro kostet. Also das ist bei allen Fahrzeugen gleich. Nicht, dass man da denkt, kostet ja hier mehr wie da. Klar. Hast du jetzt den Vorwärts-Rückwärtsgang wieder reingemacht? Klar. Was denkst du denn? So, wir müssten theoretisch noch Zeug abfahren. Ja. Praktisch Aber nicht. sehe ich gerade, dass ich hier einen Fehler drin habe im Quadtrack, im Fast Track. Da habe ich meine Decals auch drin, wenn ich keine gewählt habe. Passiert. Bei 15 Fahrzeugen ist es auch verständlich. Da kann schon Ja. einmal ein Fehler passieren. Ja, da muss ich dann noch mal was ausstellen. So, wir machen heute mal ein bisschen sauber. Und dann müssen wir, denke ich, in der nächsten Folge. Warum? Oh. Oh. Hier, geh mal weg. Hochdruckreiniger, geh mal weg. Warte, 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 warte. Ja, warte, ich will doch nur richtig hinstellen. Das sieht ja schon schön aus. Hast du Schneidwerk auch? Oh ja. Das Schneidwerk war ja schon so. Geh mal da weg. Nee, das Schneidwerk Geh ist. mal da weg, bitte. Jetzt schreit doch mal nicht so, ey. Zieh dir gleich deine Mütze vom Kopf. Ey, wenn du meine Fendt-Mütze entfernst, ne, dann gibt's aber Stress. Wir müssen eigentlich ab jetzt eine Deutz-Mütze aufsetzen. Also was nicht ganz so toll geworden ist hier. Ah, wobei doch, das geht bei dem A geht's Welches? auch. Dieses Ideal. Da ist so ein grüner Balken ja noch drin beim A. Oder hier bei den neuen ist auch so ein kleines Grün noch. Oh, hä? Der, das sieht man gar nicht so normal. Aber wenn das jetzt ein Massey Ferguson wäre, wäre das Ende vom neuen wäre jetzt rot. Man sieht es gar nicht. So, warte mal, ich muss hier weiter putzen. Halt mich mal nicht von der Arbeit ab. Siehst du im Display? Im Display. Und am Oh. Joystick. Auch da habe ich mich dran gewagt. Ist halt ziemlich klein, von dem her du kannst losfahren. So, heute machen wir mal alles hier Green Fleet ready. Ich denke auf jeden Fall in dem Projekt noch alle Fahrzeuge, die wir benutzen, umbauen. Das heißt unter anderem auch die Sämaschine. Hast du den Fendt auch schon bearbeitet? Soll ich deinen geliebten Fendt hier in Deutzgrün machen? Ja, Green Fleet. Okay, dann Wenn muss ich. Dann muss das Green Fleet ist, dann ist okay, aber wenn es nur mal Deutsch ist, dann nicht. Okay, dann muss ich ein Fendt auch noch machen. Da mache ich mich dann als nächstes dran. Dass du auch ein bisschen zufriedener bist. Warte mal, ich kann nicht hier kurz. Warte mal hier. Putzen. Durchwaschen. Auch ein bisschen Wasser ab. Aber hier ist, glaube ich, ziemlich sauber. Ja, da tragt doch noch ein bisschen was Ah sonst. ja, stimmt, die Ackerschiene hinten. Oder die Dreipunktaufnahme. Vorne am Grill ist. Ja, ich glaube, so weit komme ich gar nicht. Ja, aber man muss ja auch nicht wirklich hingehen. Da, ja, jetzt war es das. Hier, mach mal Fenster auf. Okay, Bei mir auf dem genug Reisegerät geschätzt. stehen. Hast du den Fast Track jetzt schon gemacht? Der Fahrzeug? Ja. Was soll damit gemacht werden? Konfiguriert?
Ja, dann mache ich das. Varuna LP. Bin unterwegs. So, ich mache mal gerade kurz hier den Drescher. Okay, dann mache ich die ganzen Maschinen Greenfield ready, die Greenfield ready bereit sind. Jupp. Beim Drescher haben wir natürlich Akku ideal, ganz normal. Hauptfarbe außen, Designfarbe Sitz und Felgenfarbe. Nehmen wir Onyx oder Schwarz? Chat. Felgenfarbe? Chat würde ich sagen. Ja, dann muss ich den dann auch noch gleich mit umkonfigurieren. Weil ich das nur mal Standard gelassen habe jetzt. Also, wenn wir jetzt hier hinten bei dem T9 gucken oder bei dem neuen T, wenn wir hier auf Fendt gehen, ist es dunkel. Dann ist nichts. Und jetzt haben wir Varuna LP. Ha, schön. Hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das raus hatte, wie man die Decals bearbeitet. Den Kona hast du nicht bearbeitet, den Ladewagen. Nee, bei dem ist das Problem, aber da habe ich den Fentigo drauf von einem anderen Modder. Ach ja. Den Fentigo 100. Und bei den habe ich soweit bearbeitet, dass es funktioniert. Der Fentigo 100 ist nice. Ja. Das ist der 100 XR, oder? XR, ja. Und in dem Zusammenhang hier würde ich auch sagen, dass wir uns vielleicht gleich noch ein, zwei Hellchen hinstellen. Da vorne noch. Ist schon das DD dran? Nein, das war... Ups. Dann mach's mal. Das mache ich jetzt. Hat der Case Quadrak schon dran? Ja. Könntest mal gucken, wo wir jetzt Hallen hinstellen. Ja, so, wenn ich passend Platz gefunden habe, soll ich hinstellen? Ja, ja. Kannst du ja irgendwie sehen. Also der Case Quadrak sieht nice aus. Ja, vor allem so kleine Details wie am Armaturenbrett oder so, weißt du? Ja, am Lenkrad. Ja. Echt schon. Dann platziere ich mal eine große Maschinenhalle. Guck mal, hier auch. Selbst hier am Capello-Schneidwerk an der Seite ist alles Greenfleet ready. Ich glaube, hier passt eine gut hin. Konnte man sich noch mal die Kamera drehen im Baumodus? W und E. Q und E. Ach, so gut. Ja, das passt doch so perfekt hier hin. Platziere ich die noch mal. Jo. Ja, das sieht gut aus. Ist ne? Gut, mir auch mit dem Weg hier hoch. Müsste passen. Ich schau mal, ob ich Größe passt noch, auch. Schau mal, ob ich daneben die kleine Halle krieg. Ja, krieg ich sogar noch. Heute ist halt so eine kleine Aufräumfolge. So, guck. Oh, das war schon aber. Das ist knapp sauber. Kalkuliert. Das ist richtig sauber. Jetzt müssen wir nur noch die Schneidwerke einparken können, gell? Hm? Ich habe eine gute Idee. Hier kommt so eine Halle hin. Ich schmeiß nicht unser Geld zum Fenster raus. Wir brauchen Platz. Also für Hallen. Hier, guck. Dann würde ich hier zwei lange Hallen hinstellen. Also oh Gott. Warte mal. Ist nämlich gar nicht so viel Platz nach oben. Ja, doch, passt. Ja, vielleicht stellen wir noch eine geschlossene irgendwie hin. Geschlossene? Wir haben ja da noch diese Getreidehalle. Aber wir müssen Schluss machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.